Viagem no Brasil. Eine Brasilien-Zeitreise 1996. Dieses Buch habe ich nun nochmal fertig überarbeitet, mit neuen Illustrationen, Bildern geschmückt und veröffentlicht. Es ist nun in jedem Buchhandel erhältlich. Und da wahrscheinlich niemand eine Buchrezension machen wird, mache ich einfach selber eine. Und ich grüße erstmal den Rainer an dieser Stelle. Wahrscheinlich bist du der Einzige, der das Ding anguckt hier. Und hoi, amigas e amigos im Brasil. Das sind einfach schöne Erinnerungen und ein ungewöhnliches Buch. Hier kurz ein bisschen Beschreibung dazu. Wir machen einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 1996 und erleben die ungewöhnliche Reise des fröhlichen Protagonisten Lobo Loco kreuz und quer durch Brasilien. Mit einer gehörigen Portion Naivität und einem Wasserfarbkasten im Gepäck landet Lobo in der 20-Millionen-Metropole São Paulo. Der Blick durch Lobos Brille eröffnet den Lesern andere Perspektiven, fern von dem gängigen Mainstream. Eindrucksvolle Bilder und Zeichnungen ergänzen das Erlebte. Immer wieder geben sich Licht und Schatten die Hand. Das Elend der Straßenkinder São Paulos ist real und beängstigend. Später in Curitiba ein unfreiwilliges Telefonat mit der Schwester von Martin Bormann lässt dunkle Wolken aufziehen. Doch immer wieder überwiegt das Licht und die Freude in den Herzen der Brasilianos ist einfach ansteckend. Vielleicht hätte der eine oder andere Freude dabei, dieses Buch zu erkunden und sich mit mir auf die Reise zu begeben. Die Links sind in der Videobeschreibung, wie man zu dem Buch kommt. Bald gibt es auch eine E-Book-Variante. Und über Rückmeldungen würde ich mich natürlich auch freuen. Muitos abraços, Brasil.